Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lego Lord of the Rings. Wir sind gerade noch mit einem Ladebildschirm. Und irgendwie geht es gerade nicht voran. Aber es liegt daran, ich habe das Spiel schon seit ja, einem Monat nicht mehr ausgepackt. Aha. So, wir waren doch hier König Tyrion, haben wir doch in der letzten Folge besiegt gehabt. Das war prima Schlangenzunge. Und jetzt hat uns der König befohlen, auf nach Helms Klamm. Das muss dann wohl Isengard sein. Und da unten ist Helms Klamm. Und genau da wird unsere nächste Schlacht stattfinden. Einer meiner Angehörigen hat sich für den Angriff auf den Amon Hen mein spezielles Uruk-Schwert ausgeliehen, aber nie zurückgegeben. Naja, er kam auch nicht zurück. Egal, finde es für mich. Wisst ihr was? Diese kleine Aufgabe machen wir noch vor der Story. Da haben wir eine Kartenstatue. So. Holen wir uns erstmal dieses Schwert zurück. Axt schon wieder aus, ja. Das ist von der Axt. Na gut. Gehen wir einfach weiter in Story Mode. Klumpen lassen wir mal hier liegen, die helfen uns vielleicht später noch. So wenige von euch sind zurückgekehrt. Unser Volk ist in Sicherheit. Herr Aragorn, wo ist er? Er ist gefallen.
Ganz Isengard ist geräumt. Wie viele? 10.000 Kopf stark, mindestens. 10.000? Es ist eine Armee, gezüchtet für einen einzigen Zweck: die Welt der Menschen zu vernichten. Lasst sie kommen! Es sei jeder Mann und jeder kräftige Knabe, der waffenfähig ist, bis Einbruch der Nacht kampfbereit. Bringt die Frauen und die Kinder in die Höhlen. Dies ist keine Bande hirnloser Orks. Das sind Uruk-Hai. Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit. Ich habe viele Kriege gefochten, Herr Zwerg. Ich weiß meine eigene Festung durchaus zu verteidigen. Wir müssen um Beistand ersuchen. Und wer wird kommen? Öffne das Tor! Wir kommen. Aber wir kommen doch eigentlich hier gar nicht hin. Wie ist das möglich? Ich bringe Kunde von Elrond von Rota. Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Ihr seid wahrlich willkommen. Einen Platz aussuchen können. Was geschieht denn da draußen? Ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Oh,
Dann beginnt es also. Tja. Lego ist aber noch nicht. Das alles? Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Saruman!
zieht euch zurück in die Festung! Bringt eure Männer dort weg! Das ist ziemlich weit. Du musst mich werfen! Sag's nicht dem Elb! Nicht ein Wort. Okay, den Checkpoint nutzen wir. Die Aufnahme wird zu beenden. Und bis zum nächsten Mal.